Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Ultimate Journal Civil War. Und wir setzen fort. Wie ich letztens versprochen hatte, alle Cores sind schick. Wir haben unseren langen Weg von Virginia rüber zur zweiten Schlacht von Manassas, weil wann ist die Sprache der Tyrann, begonnen. Wir haben, der Gegner hat ungefähr 70.000 Mann, die schlecht ausgebildet sein sollen und ein bisschen schlechtere Waffen haben. Wir haben ihn seine Armeegröße verringert und weil wir ihn die Huren und den Whisky weggenommen haben, ist auch seine Waffenqualität schlechter. Wie das funktioniert, fragt mich nicht. Ich bin ein Gentleman. Ich weiß nicht, was Huren und Whisky mit Waffen zu tun haben. und wir sind beim alten Schlachtfeld wieder angekommen, um davor zu setzen. So, na denn. Nach den jüngsten Ereignissen des Halbinselfeldzugs hat ein Teil unserer Streitkräfte ein weiträumiges Flankmanöver unternommen und das Versorgungslager nun beim Manassas Junction überfallen. Da waren wir dabei. Infolgedessen war die Unionsarmee unter General Pope gezwungen, ihre Verteidigungslinie am Rappahannock aufzugeben, um in Richtung Washington zu marschieren. Richmond fast vollkommen ungeschützt zurückzulassen, um diese isolierte Tyrannenarmee anzugreifen, ist ein gewagtes Spiel. Na, wir sind ja immer gewagte Spieler. Gentlemen zocken auch mal gerne. So. Dann gucken wir mal, was haben wir. Ja, das hatten wir schon. Einige werden nach Westen zurückgezogen, entlang des Stony Ridge in der Verteidigungsstellung gegangen. Das könnte hier so sein. Pope in eine Falle zu locken. Okay, wir kriegen Verstärkung. Wir sollen mit 6.000 Mann starten. Also die kriegen auch Verstärkung. Im Historischen war das eine Schlacht mit 2 Tagen. Ich glaube, 2 Tage waren das. Die Ablenkung. Die Ablenkung wird auf sich allein gestellt sein, vermutlich. Also müsste das erste Korps machen. Okay, und das zweite Korps wird dann die Verstärkungstruppen sein. Gut. Unser Überfall auf das gewaltige Versorgungslager der Tyrannen bei Manassas Junction war ein Erfolg. Erfolg! Dieser schwere Schlag in ihren Rücken hat die Virginia-Armee aus ihren Verteidigungslinien am Rappahannock vertrieben. Wir marschieren jetzt in Richtung Nordwesten und hoffen darauf, dass sie uns folgt. Das kommt mir alles sehr bekannt vor hier. Ey, da liegt Fred. Tapfer, wie er gefallen ist. So. General Pope, der neue Kommandeur der Virginia-Armee, ist isoliert. Sie ist ein geeigneter Ort, um ihm eine Falle zu stellen und ihn mit all unseren Streitkräften anzugreifen, bevor der General McLean verstärkt wird. Okay. Hier ist der unfertige Bahndamm. Als wir Richmond ungeschützt zurückgelassen haben, sind wir ein großes Risiko eingegangen. Wie erwartet hat McLean noch keine offensiven Manöver auf der Halbinsel unternommen. Morgen wird der Rest unserer Armee eintreffen und den ahnungslosen Yankees, also Tyrannen oder Thüringer, in die Flanke fallen. Flanke ist gut. Mal hier. Zurzeit sammeln sich General Pope und seine Armee und sämtliche Verstärkungen in Nähe des Henry Hill. Henry Hill war in der ersten Schlacht sehr wichtig. Er wird sie wahrscheinlich in Richtung Osten nach Washington absetzen. Es sei denn, wir nehmen etwas dagegen. Ah, okay. Gut, dass wir das erste Korps genommen haben. Wir müssen ihn also aufhalten. Ein Ablenkungsangriff dürfte ihn dazu bewegen, in der Gegend zu bleiben und zu kämpfen. Gut. Klack. Hier sind wir. Da ist eine Stadt. Die Division von Rufus King marschiert durch die Kleinstadt Grovetown, um sich Popes Hauptarmee anzuschließen. Es ist Zeit, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Okay. Wir verlegen einen Teil unserer Streitkräfte nach vorn. Dann sollten wir versuchen, die Warner Farm zu verteidigen. Das ist die Farm. Morgen, General. Es wäre ratsam, in diesem Gefecht nicht den Verlust allzu vieler Männer oder Geschütze zu riskieren. Aha. Die Nacht bricht herein. Unser Hauptziel ist es, unsere Stellung preiszugeben, damit sich Popes Armee bis morgen zu einem Angriff uns verleiten lässt. Wir brauchen unsere Armee für diese Verteidigungsschlacht, also in Bereitschaft. Also müssen ein bisschen pushen, aber dann verteidigen. Da haben wir hier den Hügel mit dem Wald. Das ist gut. Kavallerie brauche ich nicht. Artillerie würde ich auch nicht nehmen. Da würde ich lieber noch ein bisschen mehr Infanterie nehmen. Hier. Fünf Brigaden Versorgungswagen haben wir.
1, 2, 3, 4 Brigaden. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay, ja, gut. Gut. Was sind unsere Ziele? Aha, okay. Also, ich würde sagen, gerade mein Feinest hier. Wir werden uns so viel wie möglich im Wald aufhalten und die Deckung nutzen vom Hügel, der hier ist. Und dann schauen wir mal. Legen wir los. Ah, Schlacht starten. Ich will eine Brigade dahin, Eilmarsch. Ich will eine Brigade hierhin, Eilmarsch. Könnt ihr wieder einsammeln? Ich will eine Brigade hierhin, Eilmarsch. Eine Brigade soll hierhin sichern. Eine Brigade soll dahin sichern. Top-Ladies und Gibbons Brigaden gesichtet. Ah, da sind sie. Lade schneller, Dixie Raiders. Artillerie, okay. General nicht so weit vor, er soll nicht fallen. Komm hier, du kannst mal, Trepo kann leicht einen Flankenangriff führen. Lokale Überlegenheit uns hinstellen. Gerade befinden sich auf unseren Rechten, okay. Auf unserer Rechten. Komm. Gib mal schön. Und Turbo, zeig dir mal kalten Stahl. Ihr schießt nicht schön, Unterstützungsfeuer, Nahkampf, da geben. Du flankiert hier, du flankierst da. Ihr flankiert darum, schießt auf Patrick. Double Lady bangt. Double Day. Schöpfer hat da einen schönen Angriff geführt. Komm, Feuer. Fertig muss über den Fluss. Da muss er gut, da wird er Verluste einstecken, weil er keine Deckung hat. Cardmänner. Komm, mach hier da, Doppelfeuer. Ihr haltet hier. Ihr richtet euch mal dahin aus. Bei Hatch. Die Verluste ungefähr. 600 Unionssoldaten zu 200. Patrick ist in die Flucht geschlagen, sehr gut. Wie viel Deckung habt ihr? 150, wo geht's besser? Komm, geh noch ein Stückchen zurück. Das haben wir schön aufgehalten. Okay, wir hören Truppen, aber er pusht nicht weiter. Können sich unsere Jungs mal erholen. Ich lasse die Zeit mal laufen.
Ein Artilleriebeschuss haben wir, okay. Aber nichts Wildes. Ist mal eure Moral aus, Dixie Raiders. 98%, Deckung 93%. Nicht gesehen werden. Okay. Ich finde es komisch, dass er nicht pusht, aber er ist auch schwächer. Er hat fast 1000 Mann verloren. Gut, lassen wir so laufen. Sechs Minuten. Und dann ist es gleich Abend und dann gucken wir mal. Das war ja jetzt einfach. Okay. Wir halten die Farm, ja. Okay. Der nächste Tag. Gut. Wir holen uns ein paar Verwundete und Leute zurück aus dem Lager, ne? Yes, sir. Wir haben die Leute, ja? Okay, das war einfach. Gut. Dann mache ich das so wie beim letzten Mal. Unser Plan entwickelt sich gut. Hope hat den Köder geschluckt und bereitet sich darauf vor, uns auf Stony Ridge anzugreifen. Wir müssen diese starke Verteidigungsstellung halten, bis Verstärkung eintrifft. Wir erwarten diese ersten Truppen am späten Nachmittag. Okay. 37.000 Mann soll er wohl haben. Wir haben knapp 20.000. Ja. Den zweiten Tag machen wir wie immer gesondert. Dann bis zum nächsten Mal.